Okay, alle drei auf den Scharfschützen ausrichten, da oben 800 Meter. Tut mir leid, ich hab Idee nicht, ich hab keine Sicht. Pech gehabt. 333 Grad. Ja, ich geh mal hinters Fahrzeug. Ja, ich deck mal trotzdem lieber nach vorne. 330 war das oder was? Ich hab den ist auf der Kuppe 335 auf der Kuppe zwischen zwei Stein und Busch ungefähr 20 Meter abwärts. Ja, verstanden. Ach da, ich sehe ihn ganz oben. Tim, darf ich auf deine Rockkondition kommen? Ja, alles klar. Ist richtig, dass wir dann Feuer frei haben auf den Scharfschützen? Okay, dann Feuer auf meinen Befehl. Ja, guck ihn ab. Du hast Feuer gesagt. Bestätigt, er ist tot. Den Befehl irgendwie verpasst oder so. Sprech jetzt, deshalb sagt man auch auf meinen Befehl Feuer und nicht Feuer. Auf meinen Befehl. Ja. Ich glaube, ist für mich auch die 8. Stunde. Ja, die schon gleich so wenig drin hat und die. Nee, der ist bekannt. Willst du nicht erst mal. Ich glaube, die letzten Granaten sind an der nächsten Hügelkette ein. Hast du schon den Sniper-Team weggejagt? 800 Meter, was willst du? Okay, bin jetzt wieder vorne rechts vom Fahrzeug. 800 Meter sind ja fürs M2 keine Entfernung. Speckels, du hättest glaube ich sagen können, was du wolltest, die hätten geschossen. Bisher noch keine Feindsicht. Ach, herrlich. Einmal nachladen. Auf mein Befehl. Nee, das ist ja das Problem. Er hat gesagt, Feuer auf meinen Befehl. Kam dann halt erst später. Oh. Gelegenheit erkannt und Gelegenheit benutzt. So in Ordnung. Ich find's aber lustig, dass auch wirklich Fahrzeug keiner gewartet hat mit dem Schießen. Ja. Das ist unverstanden. Ah, herrlich. Ja,